Hi, da sind wir wieder zur Zockerzone Spiel Dead Space, inzwischen auch mit Folge 25. 25? Genau. Und ja, das Stones ist immer noch am Controller und wir sind ein bisschen zurückgelaufen. Also wir sind wieder zum Store gerannt. Wir hatten es ja schon einige Male angesprochen, dass wir Waffen kaufen, upgraden, wie auch immer wollten. Und jetzt sind wir uns ein bisschen einig geworden, was wir machen wollen. Wir kaufen uns, Hoffi, den Ripper. Den Ripper. Zack. Riesen-Event. Jetzt haben wir erstmal 8 Schuss für den, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen mager. Wollen wir noch zwei Munition? Hatten wir überlegt, ne? Ja. Zur Sicherheit. Und wir können ja den Plasma-Cutter, den mustern wir aus. Genau, wir gehen mal ein bisschen hier auf Risiko. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Wir verkaufen ihn noch nicht. Nee. Richtig, die Ripper Blade Schemata hatten wir eingesammelt. Ist auch noch relativ günstig, muss man sagen. Da kriegt man jedenfalls 4 Schuss für 1800. Das geht noch. Und wird auch jetzt wahrscheinlich in der Zukunft nicht unbedingt das Problem sein, die Munition Genau. für eben diese Waffe. So, aber jetzt kommen wir im Grunde mal zum ganz, ganz anderen Thema. Oh je. Also wir hatten ja hier viel Ärger mit dem Game. Also es kam uns ja im Grunde schon in den letzten Folgen alles so ein bisschen sehr leicht vor. Und ja, nehmen wir jetzt immer noch die Werkbank mit. Da hatten wir uns ja auch noch einen kleinen, wie wir das aufleveln wollen, hatten wir uns ja ein paar Gedanken gemacht. Ist eigentlich nur ein Punkt, ne? Ja. Die Kapazität wollten wir erstmal auslassen, nehmen wir dann hier mit, meinten wir, ne? Ja, Okay. wenn überhaupt, wir können uns erstmal überhaupt. So, jetzt Ja, zum weiter geht's. Thema des Tages. Also, ja, und es kam uns ja wirklich ein bisschen leicht vor und ja, auch schon in den letzten ja, Safe-Anläufen, die wir mal gestartet hatten, tauchten auch immer mehr Medium-Spielstände auf. Wir konnten uns auch nicht so erklären, wo die herkommen und wir können es uns im Grunde auch bis heute nicht. Es hat bloß festgestanden, dass das Spiel intern ist, man kann normal im normalen Spielverlauf den Schwierigkeitsgrad nicht nachträglich ändern, aber irgendwie hat er das gemacht. Wir haben ganz klar an der einen Stelle noch mit hart aufgehört und wieder geladen und auf einmal war es Medium. Ja. Also unter der Sau. Und Erklärt sich einiges, ne? ja, also die Gegner hatten ja auf einmal nur 3 Treffer eingesteckt und dann war da Ende. Und ja, der Stones hat dann Gott sei Dank freiwilligerweise nochmal den Abschnitt nachgeholt, also im Grunde Ja. an die gleiche War Stelle ein auf großes hart Opfer, war ein gespielt. Riesenopfer für mich, von meiner Seite. Aber er hatte eh nichts mehr zu spielen. Ihm war ja schon ein bisschen langweilig. Momentan hängt er wieder ein bisschen auf Guitar Hero fest. Creed durch, Just Cause 2 durch, man, wir müssen mehr Spiele machen. Ja, das ist unglaublich. ja, und das nervt wirklich. Also bisher haben wir das Spiel hier in höchsten Tönen gelobt, aber das war ganz klar irgendwie ein Bug. Wir Ist mir auch vorher noch nie passiert. gegoogelt hattest du aber nicht nach dem Nee, Motto, woran das das hing. hatten wir Wir müssen auch dazu sagen, wir haben es auch noch nicht gepatcht. Also wir spielen jetzt hier wirklich die Version einfach direkt aus der Hülle installiert. Richtig. Und also völlig unberührt. Oh, schau mal, das hat er gar nicht gespeichert hier. Aber auch interessant, dass trotz Neuladen die Items zumindest mitgeladen wurden. Hätte sein können, dass die spätestens dann weg sind. Okay. Das wundert mich, weil ich war ja schon an der Stelle, wo wir im letzten Let's Play aufgehört haben, in der letzten Folge. Und habe hier auch alles eingesammelt und wieder zurückgelaufen und habe dann gespeichert. Okay. Wahrscheinlich sehe ich das eher so sequenziell und sagt, okay, alles, was davor ist, wird neu gespielt. Denkbar. Ich traue diesem Safe-System hier schon wieder gar nicht über Nein, den Weg, nein, Alter. nein. Oh Die wollen Mann. uns ans Leder, das ganze Spiel. Ich habe mir gedacht, wie geil das wäre als Schockmoment, wenn so ein Safe-Point auf einmal so rauskommen würde und einen erschrecken würde. Ja, das gibt es tatsächlich auch bei einigen Games. Ah, okay, dass man dann einfach auf den Pass Rest auf, pass oder... auf. Das ist eine Reihe, die ich mag, von der du nicht Final begeistert Fantasy. bist. Richtig, da nämlich, gibt es tatsächlich immer diese Speicherkristalle, wo man hingeht zum Speichern. Und da ist einmal ein böser Speicherkristall. Ja, das ist quasi ein Gegnertyp, der dazwischen steht. Achtung, wir betreten Neuland. Neuland? Nein, nicht so. Aber nicht ganz Neuland. Also, Vielleicht überlebe ich ja dieses Mal. So. So, ich renne jetzt da vorne hin. Genau. Hier bleibe ich aber stehen, ne? Ja, hier war ja der Trick, dass man halt immer abwarten muss, wenn da so ein Sturm an einem vorbeizieht. Sturm ist wohl das falsche Wort, aber so ein Meteoritenschauer, Hagel, Bombardement-Dingen. Oh, ich sollte mal weiterlaufen. So, 2 Stück, sagt es. Ja, ich bin ein bisschen spät losgelaufen gerade. Alter. Das reicht nicht. Den 2. Hätte nicht gereicht, oder? Doch, hätte es. Ah, ey. Pussy forever. Oh, oh, oh. Mal sehen, wie es diesmal läuft. Jetzt 2. Let's do it. Die Luft wird auch knapp, wir haben auch wieder keine Aircam dabei, ne? Das ist wieder gesagt, das wiederholen wir jetzt hier nicht. Für Mädchen!
das wird richtig eng. Es wird nicht knapp. Warte mal, guck ich mal rum. Ist hier nicht irgendwo eine Erkennung? Ja, also auf der Karte sind die überall eingezeichnet. Aber jetzt. Welle. Rennen auch durch, durchrennen. Wie durch? Durch. Das reicht, meinst du? Ja. Es muss reichen, weil sonst ist hier Luftende. Das reicht doch so. Komm schon, Homie, das reicht. Oh. Ja. Auf ein neues. Deswegen heißt das Dead Space. Nur auf diese Zähne fokussiert, ne? Die fliegende Hose, wow. Also man darf den ersten nicht verpassen. Aber der zweite hätte... Also schafft man das ohne Can? Ohne Ausbau und ohne Can? Hey, das kann da jetzt echt nicht sein, ey. Zockerzone. Immer gut recherchiert. Ja, weil wir schaffen uns ja auch die Hindernisse selber, ne? Wir werden die Rüstung ausprobieren, wir werden einfach eine unserer 100 Aircans mitnehmen können, die wir nicht mal verkaufen, wir packen sie einfach nur ins Inventar. Ja, wir sind einfach zu macho, Alter. Ja. Zu macho, Mann. Ja, haben wir zum dritten sogar? Du sagst Bescheid, ich trau, Ja, jetzt gib Brille. Oh. Können einen die Dinger auch erwischen? Hier, das schaff ich's, oder? Das schaff ich. Ja, schaff's auch. Das schaff ich. Komm. Ich verkneife mir jetzt jede Forest-Anspielung, weil der einfach ausgelutscht ist. Die ist einfach zu 90er. Ja, stimmt. Also, das hat man so oft gehört. Ja. Also, es wirkt schon. Ich renne, ne? Oh, ja. Jeder hat es irgendwie schon gesagt. Hat seinen Touch verloren, ein bisschen. Ich verstecke mich aber hier nochmal, ne? 14 Sekunden, das reicht nicht. Du musst okay, wir machen's. So, komm. Das schaffen wir. Komm. Ja! Mach auf. Ja. Oh ja, die berüchtigte. So, jetzt mach uns hier Luft. Wo denn? Was muss ich denn drücken? Oh mein Gott, nochmal. Eieieiei. Was soll denn jetzt mal speichern? Hätte speichern können vorher. Der lädt hier automatisch. So, das ist der Save Point. Stones geht hier in den Easy Mode über. Er sitzt jetzt wieder mit Maus und Tastatur statt mit Controller. Aber ich kann es ihm auch nicht verübeln. Also, ich finde diese Passage furchtbar. Wir müssen die ist nicht leicht, nicht zu leicht. Auch mit Maus nicht. Genau, man muss halt so einen anstürmenden Meteoritensturm, darauf irgendwie wiederholen, kaputtballern mit dieser Kanone. Hast du mir einen Gefallen tun, das Gamepad liegt auf meinem Schoß und rüttelt sich gerade von meinem Schoß runter. Ach, du willst doch nur, dass ich dir in den Schoß greife. Oh nein! Oh. Ja, aber das behalte ich meine Hand, das geht hier auf dem Tisch auch zu sehr. Ja, genau. Das ist so gelegen. Wir haben aber schon einen Hit abbekommen. Ja, mit einem Controller würde das schon noch ganz anders aussehen. Nein. Und das ist nämlich das Gemeine hier jetzt auf den Konsolen. Schlecht! Das ist halt auch ein Erfolg oder eine Trophy, wie auch immer, ohne man Schaden bekommen kann. Ja. Und zeig mir mal bitte, wie du das hinkriegen sollst. Echt, also. Doch. Also mit Controller. Mit der Konsole. Ja, ja. Das war ja die Einschränkung. Wieso gibt's auf dem PC keine Achievements? Obwohl einige Spiele haben es ja in Form von Windows Live. Windows Live, genau. Ich weiß nicht, wie ausgeprägt die Community da mittlerweile ist. Da bin ich gar nicht auf Zack. Aber irgendwie geht das, glaube ich, dem PC-Gamern ziemlich im Arsch vorbei. Naja, wir haben ja halt richtige Tools. Ich könnte auch mal eine zweite Waffe einsetzen, da muss ich rechts einfach opfern. Was hat er gerade gesagt? Wie weit sind wir? Ah, das sieht gut aus. Da brauchst du ja keine Gedanken machen. Ich sehe das richtig, die Waffen können überhitzen, ne? Ja, das können wir. Also, da kann ich viel Schiff benutzen. Das ist jetzt. Hier ist ein Controller wieder. Okay, da war Easy Mode vielleicht doch nicht so verkehrt. Weiß nämlich, als ich jetzt ja zuletzt wieder gespielt hatte, da habe ich glaube ich auch wieder 3-4 Mal gebraucht, bis ich den hatte. Und auf der Konsole dann? Auf der Konsole, ja. Oh, das sind glaube ich 5000 der Ruby oder 10.000 gar. Wir gehen mal erstmal nur von 5 aus, damit wir nicht enttäuscht sind. Ich war bisher ja immer ein bisschen zu hoch von meinen Einschätzungen. Ja. So, jetzt, was soll das hier eigentlich? Zack. Nein, geht nicht auf dem Medium. Ich habe Angst vor diesem Medium-Spielstand. Okay, wir nehmen den zweiten von oben. Wir beschreiben jetzt nur noch Hard-Spielstände mit Hard. Aber, glaube ich. Bevor das Spiel hier wieder so einen Mist macht. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir hier auch an der Stelle Ende. Die 10 Minuten sind gleich um. Und ja, dann sehen wir uns im Grunde auf dem Rückweg wieder.
Ja, den Rückweg ja, das kann das werden. Und ja, würde uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid und tschüss. Rock on, Holmes. Ja, immer was Neues. Immer was Neues.